Guten Abend, mein Name ist Katja Maurer. Ich bin seit vielen Jahren Mitarbeiterin von Medico International und verantworte das Medico-Rundschreiben, das alle Vierteljahre erscheint. Ich moderiere jetzt unser Abschlusspanel von unserer Konferenz Rekonstruktion der Welt. Ich dachte, ich mache es so, ich werde immer, bevor die einzelnen Panel-Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen, werde ich sie kurz vorstellen. Ich möchte aber, bevor ich unseren ersten Gast, Mark Haywood, bitte zu sprechen, noch mal ganz kurz an den Anfang unserer Konferenz erinnern. Wir haben da eine Gedenkminute für unseren Freund und Kollegen Lokman Slim gemacht. Und es hat mich sehr erinnert, als Said Batal hier heute gesprochen hat, an das, was er da gesagt hat, dass es nicht nur darum geht, das Leben zu verteidigen, sondern dass es darum geht, selbst im Angesicht des Todes das wahre Leben anzustreben. Und dass dies die Begründung der Revolution für Revolution und Aufstände heute ist. Menschen riskieren sich, sagte Moussa Tschangari vorgestern aus Niger, weil sie komplett anders leben wollen. Das galt auch für Lokman Slim. Lokman ist ein Journalist und Filmemacher gewesen. Er hat sozusagen ein Archiv der Erinnerungen für den Bürgerkrieg gegründet. Und wir haben heute sehr viel über die Archive der Erinnerungen gesprochen. Und dafür wurde er erschossen. Er war ein geradliniger und risikofreudiger Kämpfer gegen die Hisbollah und ihr Unterdrückungsregime und für die Freiheit des Denkens und des Handelns. Das wollte ich noch einmal erzählen. Und es ist nicht nur das, sondern wir hatten gestern auch die Einladung von einer Kollegin aus Indien, die dann nicht an unserem Panel teilnehmen konnte, von den Fridays for Future, Disha Ravi. Und sie konnte nicht teilnehmen, weil man ihr gesagt hat, das könnte sie ins Gefängnis bringen. Leider hat ihre Absage nicht dazu geführt, dass ihr dieses Schicksal erspart geblieben ist. Sie ist heute vom Modi-Regime verhaftet worden. Wenn wir also jetzt auch am heutigen Tag sehr viel über das Handeln gesprochen haben, dann müssen wir trotzdem zur Kenntnis nehmen, dass wir im privilegierten Norden handeln, denken und wenn wir gut sind, uns auch zwischen die Stühle setzen, dass wir aber doch sehr wenig riskieren, aber dass Menschen in anderen Regionen für ihr Denken, für ein anderes wahres Leben zu kämpfen, sehr viel Gefahren in Kauf nehmen und dass wir auch eine Hierarchie der Gefahren haben, denen wir eben unterschiedlich ausgesetzt sind. Das nur mal als kurze Einleitung für unser jetziges Panel. Wir beschäftigen uns zum Schluss mit der Frage, was können wir tun, was können wir auch hier von Europa aus tun. Und das zu diskutieren, sollten wir immer auch mit dem Blick von Leuten, die nicht in Europa sind. Deshalb haben wir Mark Haywood eingeladen, zu uns zu sprechen. Mark Haywood ist ein Journalist aus Südafrika. Medico International ist seit vielen, vielen Jahren mit Mark Haywood verbunden. Heute ist er Journalist und Mitherausgeber der meistgelesenen Online-Zeitung in Südafrika, dem Daily Maverick. Aber er war sehr lange Chef der Treatment Action Campaign und hat sich, ist damit sozusagen weltweit berühmt geworden, weil er einer der prominenten Kämpfer war für den gleichen Zugang zu antiretroviralen Medikamenten für HIV-AIDS-Erkrankte, damit das ein gültiges Recht für alle wird und nicht nur für die Menschen im privilegierten Norden. Er wird sich heute, da sehe ich ihn schon, mit den Folgen der Covid-Pandemie auseinandersetzen und dem unglaublichen Skandal des Impfstoffnationalismus, wie wir ihn heute erleben. Nirgendwo wird deutlicher, wie sehr heute die Welt auf die Herrschaft der Privilegierten aufgebaut ist und wie zugleich dumm und kurzsichtig diese Herrschaft ist. Marc, ich gebe dir das Wort. Ja, guten Abend. Und herzliche Grüße aus Südafrika. Es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, bei dieser Konferenz heute Abend dabei zu sein. Und ich habe die letzten paar Stunden zugehört und hoffe, dass Sie und ihr eine erfolgreiche Konferenz hattet, die auch
Wut und Energie und Ideen freigesetzt hat und auch einen Sinn geschaffen hat für das, was möglich ist und was wir tun müssen, um die Welt zu ändern. Und das hat sich uns wieder gezeigt, die Ungleichheiten, die Covid-19 oder Corona einmal mehr aufgezeigt hat. Und deswegen ist es mir ein besonderes Vergnügen, heute Abend hier reden zu können. Und ich möchte zu Anfang sagen, dass ich die vielen Jahre der Zusammenarbeit Medico International sehr, sehr schätze. Wir haben im Schützengraben gekämpft um Zugang zum Recht auf Gesundheitsversorgung und Recht auf Medikamente. Und ich habe auch zugehört bei der Präsentation beim Vortrag von Thomas Gebauer gerade unmittelbar zuvor. Und damit ist eigentlich sehr, sehr wenig, was ich noch sagen könnte. Denn Thomas hat meiner Meinung nach sehr gut zum Ausdruck gebracht, vor welchen Herausforderungen wir weltweit stehen. Insbesondere aber hat er unterstrichen die kritische Bedeutung von Aktivisten, die eine Reihe von Alternativen aufzuzeigen beginnen, die die Menschen weltweit galvanisieren, wirklich anstecken können mit dem Glauben, dass eine bessere Gesellschaft, eine bessere Welt tatsächlich möglich ist. Ich wurde gebeten, heute Abend etwas zu sagen über Covid-19, so wie wir hier in Südafrika und den Entwicklungsländern davon betroffen sind, und über das Thema des Impfstoffnationalismus, das sich ja jetzt fast vorhersehbar, muss ich sagen, eigentlich absolut vorhersehbar gezeigt hat, seit die ersten Impfstoffe Ende 2020 auf den Markt kamen. Bevor ich darauf eingehe und bevor ich versuche, das mal aus der afrikanischen Perspektive zu beleuchten, was ich mal bezeichnen würde als die Verantwortung Europas, möchte ich, das ist mir sehr wichtig, nochmal unterstreichen, wie wir die Herausforderungen von Covid-19 in der Zukunft begreifen sollten. Und da wiederum, denke ich, ist es wichtig, Covid-19 zu begreifen als eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Ich glaube, nächste Woche ist der Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Und wenn es eines gibt, was Covid-19 geschafft hat, dann die Maske wegzureißen und die Entschuldigungen bloßzustellen, die es gab für Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit weltweit. Es ist kein Zufall, dass diese Pandemie dort am meisten außer Kontrolle ist, in denjenigen Ländern, wo das größte Maß an Ungleichheit herrscht. In Ländern mit dem geringsten Maß an Freiheit und in Ländern mit den schwächsten und am wenigsten entwickelten Gesundheitssystemen. Ich sage, Covid-19 hat da eine falsche Dichotomie entlarvt, die sich herausgebildet hat zwischen Entwicklungsländern und Industrienationen, zwischen Norden und Süden, und hat auch die Verletzbarkeit gegenüber Erkrankungen gezeigt, die stark einhergeht mit Ungleichheit, Mangel und Mangel an Freiheit, egal wo man ist in der Welt. Und das existiert innerhalb von Ländern genauso wie unter verschiedenen Ländern. Und nochmal zurück auf etwas, was Thomas sagte. Diese Tatsache erfordert eine ernstzunehmende Diskussion darüber, was unser Verständnis von Solidarität ist, zum jetzigen Zeitpunkt im 21. Jahrhundert, und auch die praktischen Schritte, die sich aus diesem Verständnis ergeben müssen. Ich schaue nun auf Südafrika. Und auf Südafrika schaue ich im Vergleich zu Ländern wie USA, Indien, Brasilien. Und Länder, die an der Oberfläche sehr unterschiedlich erscheinen, sind aber doch tatsächlich jetzt Länder, die diese Epidemie ganz ähnlich erfahren. Wo es nämlich die Schwachen, die Verletzlichsten sind, die farbigen Menschen, die armen Menschen, die der Krankheit am meisten anheimfallen und am meisten an Covid sterben. Und das wiederum hilft uns zu verstehen, was genau passiert. Ist auch wieder wichtig für diese Konferenz, denke ich, uns bewusst zu machen, dass wir noch kein akkurates Bild von dieser Pandemie haben, von den Zahlen. Denn wir hängen ab von der Kapazität der Gesundheitssysteme, die Zahlen der Infektionen nachzuhalten und die Zahlen der Todesfälle. Beispiel: In Südafrika haben wir offiziell 1,5 Millionen Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Realität ist, dass es
fast mit Sicherheit mindestens doppelt, wenn nicht dreimal diese Zahl von Covid-19-Infektionen geben dürfte. Als ich mich heute vorbereitet habe auf diese Konferenz, habe ich noch einen Artikel gelesen mit jüngeren Rechercheergebnissen basierend auf Antikörpertests bei Blutspendern, die also Dezember und Januar dieses Jahres Blut gespendet hatten. Und das zeigte, dass in einer unserer Provinzen, die östliche Kapprovinz, 63% derjenigen, die getestet wurden, positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die Ostkap-Provinz, das ist jetzt kein Land, es ist eine Provinz Südafrikas. Aber wenn es ein Land wäre, wäre es damit das Land mit der höchsten Mortalitätsquote unter allen Ländern in der Welt. Und nochmal, die Gründe sind sehr einfach nachzuvollziehen. Das liegt an Armut, Mangelernährung, an vorher existierenden, nicht übertragbaren Krankheiten und Mangel an offener und verantwortungsvoller Governance. Was nun für Südafrika gilt, würde ich behaupten, gilt auch für andere afrikanische und andere Entwicklungsländer. Bei der ersten Covid-Welle wurde gesagt, dass Afrika da in gewisser Weise verschont wurde von der vollen Macht dieser Pandemie. Und jetzt mit der zweiten Covid-19-Welle, mit Beginn November, Dezember und die noch anhält bis heute, da sehen wir deutlich stärkere Auswirkungen bei fragilen oder nicht existierenden Gesundheitssystemen. Aber da Leben ja nicht bemessen und bewertet wird in den Industrienationen, ist es so, dass genauso wenig auch Tod oder Erkrankung oder Morbidität akkurat gezählt wird. Also, wenn ich jetzt auf Europa blicke, dann gilt es zu verstehen, dass in den Entwicklungsländern die Auswirkungen dieser Erkrankheit, einfach was Morbidität und Mortalität angeht, bevor wir überhaupt auf die sozialen und ökonomischen Folgen zu sprechen können, deutlich tiefer greifend ist, als man vielleicht versucht hat, bislang glauben zu machen. Und das führt zu dem zweiten Punkt, den ich ansprechen müsste. Und auch das hat zu tun mit Solidarität und mit dem, was Europa tun kann. Nämlich, wenn Covid-19 existierende soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten ausgenutzt haben mag, dann wird die Folge dieser Epidemie sein, dass Ungleichheit sich noch verschärft und dass strukturelle, politische und wirtschaftliche Bedingungsfaktoren davon noch verstärkt werden. Wir als Aktivisten müssen daher verstehen, wenn wir nicht erfolgreich sind mit unseren Kampagnen gegen den Impfstoffnationalismus und gleicher Verteilung in allen Ländern, dann werden wir aus dem Tunnel dieser Pandemie herauskommen in einer Position, in der wir deutlich schwächer sein werden gegenüber Autoritarismus und korrupten Regierungen, als wir das zu Beginn waren. Daher mein Standpunkt. Eine der größten Gefahren, denen wir uns gegenübersehen, ist, dass wir diese Pandemie kontrollieren und dann wieder zum Normalzustand zurückkehren. Und die Frage, die wir viel mehr debattieren sollten, ist nicht, wie kommen wir zurück zu normal, in Anführungszeichen, sondern wie verhindern wir eine Rückkehr zum Normalen, so wie es vorher existierte und das ja letztlich erst diese globale Pandemie hervorgebracht hat. Lassen Sie mich wieder einmal mein Land nehmen, um das Ganze zu illustrieren. In Südafrika ist es so, dass Covid-19 und die Lockdowns und die menschenrechtsverletzende und Rechte der Armen verletzende Art und Weise, wie dagegen vorgegangen wurde, hier bei uns mindestens 3 Millionen Arbeitsplätze gekostet hat. Arbeitslosigkeit in Südafrika liegt jetzt bei über 30%. Hat geführt zu einem Anstieg an Hunger. Mehr als 12 Millionen Menschen in Südafrika hungern und Mangelernährung bei Kindern. Und das ist etwas, was nicht ausreichend zur Sprache kommt, und das gilt meiner Meinung nach für sehr viele Entwicklungsländer, es hat sich auch ausgewirkt auf Gesundheitsdienstleistungen für andere Pandemien und andere Morbiditäts- und Mortalitätsgründe.
Wir sind beispielsweise um Jahre zurückgeworfen, was Tuberkulose angeht, was HIV angeht, was Immunisierung von Kindern angeht und viele der anderen grundlegenden Gesundheitsleistungen, die in unserer Ansicht Rechte darstellen, international und auch im Sinne der südafrikanischen Verfassung. Und obwohl die Armen jetzt wirklich die Hauptlast getragen haben von Covid-19, waren die Eliten relativ unberührt davon. Und in einigen Fällen ist es so, dass die Eliten sogar noch aufgeblüht sind. Es gibt daher nun die Gefahr, dergestalt, sagen wir, in 12 bis 24 Monaten gibt es eine Kombination von Impfstoffen und nicht-pharmazeutischen Mitteln, die dann das Übertragen des Virus eingedämmt haben, sodass die nationalen Regierungen dann die sozialen und ökonomischen Konsequenzen des Virus wieder vernachlässigen können und zurückkehren können zu Business as usual, alles wie immer. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist es absolut erforderlich, dass wir ein politisches Verständnis davon entwickeln, womit wir es zu tun haben, wenn wir von Covid-19 reden. Vor rund einem Jahr wurde ja nun Covid zur Pandemie erklärt. Und ich denke, wir alle sind uns einig, dass bis heute die internationale Reaktion ein Desaster war. Die Pandemie hat Gesellschaften und nationale Regierungen völlig unvorbereitet getroffen. Gesundheitssysteme wurden geschwächt, wurden abgespeckt, wurden privatisiert, waren unterfinanziert. Und dort schlug dann Covid zu, trotz zwei Jahrzehnten von Warnungen bezüglich der Probleme bei zukünftigen viralen Pandemien. Die Reaktion war oftmals unkoordiniert. Es gab keine politische Führungsrolle, die da eingenommen worden wäre. Internationale Vorgaben, wie beispielsweise die internationalen Gesundheitsverordnungen, wurden missachtet oder auch Menschenrechtspunkte. Ich habe heute gehört, wie darüber geredet wurde, dass es Überlappungen gibt zwischen Covid-19 und anderen sozialen und ökologischen Rechten. Und wenn wir uns mal die Vereinten Nationen anschauen und die Menschenrechtsmaschinerie der Vereinten Nationen, dann dauert es nicht lange, bis man auf Empfehlungen stößt zu Covid-19 und Recht auf Wasser und sanitäre Einrichtungen, Covid-19 und Recht auf Zugang zu Medizin, Covid-19 und Recht auf Zugang zu sozialer Sicherheit. Und trotzdem ist es so, dass nicht eine dieser Empfehlungen tatsächlich richtig eingehalten worden wäre von den Regierungen bei der Umsetzung ihrer Reaktionen. Aber das sollte uns auch wiederum nicht überraschen, denn wie schon Redner vor mir sagten, das eine, was man bedenken muss, ist, dass man die Reaktion auf die Pandemie nicht trennen kann von weder der politischen noch der wirtschaftlichen Krise, die es in der Welt gab. Man kann keine Wunder erwarten, dass Regierungen sich über ihre eigenen Wege erheben oder Staaten, die geschwächt sind durch Korruption und anderes, dass die auf einmal wunderbare Reaktionen entwickeln auf einen Virus, der zwar jeden mit einem Risiko behaftet, aber dies doch umso mehr für Arme und Benachteiligte gilt. Dass es nun einen Impfstoff gibt, ist sicherlich eine neue Phase in der Reaktion. Aber nochmals, die unmittelbaren Ungleichheiten, die sich beim Zugang zum Impfstoff ergeben haben, machen es absolut klar, dass jegliche Erwartung, dass die Impfstoffe hier das Geheimrezept sind, die silberne Kugel, wie es immer halt heißt, auch in Entwicklungsländern, die da die Kontrolle wiederherstellen, sind grundlegend falsch. In Südafrika heute ist es so, dass noch nicht ein einziger geimpft worden ist. In den kommenden Wochen wird das Impfprogramm in Südafrika wahrscheinlich anlaufen, aber das gilt sicherlich nicht für Sambia, für Simbabwe, für Malawi und andere Länder der Region, die weiterhin die volle Last dieser Pandemie werden tragen müssen, ohne jegliche Hilfe und Unterstützung in Form von Medizin. Und da müssen wir bedenken, dass Covid-19 nicht etwas ist, was vorübergehend ist, sondern es wird fester Bestandteil sein
von Entwicklung und auch von Ungleichheit für eine ganze Reihe von Jahren in die Zukunft in Ländern wie meinem. Zum Abschluss möchte ich einfach die Frage aufwerfen, was sollen denn die Maßstäbe sein, an denen wir die Reaktion auf die Pandemie bemessen? Und ich möchte da drei ansprechen. Zum einen der internationale Menschenrechtsrahmen. Als zweites, das wird oft gesagt, die Wissenschaft. Aber dazu gehört auch die Sozialwissenschaft und nicht nur die medizinische Wissenschaft. Und als drittes, die ganz normalen Grundlagen des öffentlichen Gesundheitswesens. The Lancet hat gerade letzte Woche die Top 3 Prioritäten für multilaterale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Pandemie bekannt gegeben und hat gesagt, schnelle Impfungen und schnelle, bessere Notfallfinanzierung. All das ist allerdings sehr abstrakt dargestellt und abgetrennt von der Ungleichheit und der täglichen Realität von Menschen, die in ärmeren Ländern leben. Ich stimme diesen Prioritäten zu, aber mein allerletzter Punkt ist folgender. Nochmals, was bedeutet das für Aktivisten, insbesondere in Europa? Und da würde ich wiederum 6 Punkte anregen. Zum einen, man muss aus Konferenzen wie der hier herausgehen und in der Community mobilisieren in einer Art und Weise, die Covid-19 verbindet mit anderen Kämpfen, Klimakrise beispielsweise, das Kämpfen gegen Fremdenhass und Kampf gegen Migration. Covid-19 hat Millionen und Abermillionen Menschen mehr aufgezeigt, was das Versagen, was der Mangel des Kapitalismus ist, hat aber noch nicht gezeigt, wie man die Krise überwinden kann, in der wir uns befinden. Und diese nach vorn gerichtete Perspektive zu entwickeln, das ist jetzt entscheidend. Weiterhin würde ich sagen, wie auch schon vorherige Vortragende gesagt haben, es ist notwendig, die Weltgesundheitsorganisation zu stärken, aber mit einem sehr viel stärkeren Rahmen von Menschenrechten und auch Rechenschaft und Verantwortlichkeit. Rechenschaft einfordern können und Transparenz. Und nochmals, wie es bei der AIDS-Epidemie der Fall war, darauf bestehen, dass das Recht auf Gesundheit Vorrang hat vor sogenannten intellektuellen Eigentumsrechten oder geistigen Eigentumsrechten und Unternehmen in Europa dazu verpflichtet, Anforderungen oder Ersuchen beispielsweise von Afrika zu ersuchen bezüglich eines Verzichts auf geistige Eigentumsrechte. Wenn wir da die geistigen Eigentumsrechte nicht überwinden können, dann sind wir gehindert in unserer Fähigkeit, die Auswirkungen dieser Pandemie in den Griff zu bekommen. Und als letztes möchte ich sagen, es gilt, einen globalen Post-Covid-Rekonstruktionsplan zu entwickeln und zu verfolgen. Das Trauma durch Covid ist ein Trauma, das sich vergleichen lässt mit anderen Wasserscheidenmomenten in der menschlichen Geschichte. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die Traumata da oder Südafrika, als wir siegreich hervorgingen aus den 350 Jahren Kolonialismus und Apartheid. Und da braucht es auch eine fundamentale Neuausrichtung sozialer Normen und Prioritäten. Und da sage ich, diese Neuausrichtung muss stattfinden und aufbauen auf dem bestehenden Rahmen internationaler Menschenrechtsbewegungen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und damit gebe ich zurück und weiter an die anderen Teilnehmer. Aber vielen Dank soweit. Marc, ich habe noch eine Frage an dich, weil was ich mich immer wundere ist, warum es nicht gelungen ist, aus der Erfahrung des Kampfes um Patente auf die antiretroviralen Medikamente jetzt für heute zu lernen. Fast erscheint es mir so, dass es heute noch einfacher ist, den Patentschutz auf Impfstoffe durchzusetzen als damals. Was ist denn da passiert, dass wir nicht mal zurückgreifen auf schon eine globale Gesundheitskrise und daraus lernen und sehr schnell anders handeln? Naja, das ist eine weitere Diskussion, aber ich glaube,
versagt. Als Zivilgesellschaft haben wir an dem Punkt, dass wir die Lektionen rund um HIV/AIDS nicht wirklich gelernt haben. In Südafrika fühlt es sich manchmal so an, als wären wir wieder ganz am Anfang angelangt, jetzt bei unserem Ansatz gegenüber Covid-19. Anfang der 2000er Jahre bis ungefähr 2007, 2008, insbesondere vor dem Hintergrund der internationalen Mobilisierung, die dann zum Doha-Abkommen 2001 geführt hat, war es so, dass die großen Pharmaunternehmen in der Defensive waren. Da ging es darum, dass argumentiert wurde, dass Zugang zu Medikamenten ein Menschenrecht sei und den Unternehmen wurde vorgeworfen, damit Profite zu machen. Aber nach 2007 war es so, dass Pharmaunternehmen sich zusammengeschlossen haben, sich neu aufgestellt haben, weil es keine starke, sichtbare Bewegung mehr gab, die die Vorgehensweise der Pharmaindustrie in Frage gestellt haben. Die haben sich etwas umorientiert, sie haben Generika-Hersteller geschluckt, die Alternativen angeboten hätten. Sie haben auf Zwangspatente gesetzt, sie haben die Schlinge für Indien enger gezogen. Das war damals die Pharmazie der Welt, sagte man, weil Indien sich geweigert hatte, sich da an strikte geistige Eigentumsrechtsregelungen zu halten. Ich würde sagen, dass Teil des Problems die Tatsache ist, dass wir als Aktivisten locker gelassen haben. An dem Punkt, wo wir erfolgreich gewesen waren mit Blick auf Zugang zu AIDS-Medikamenten, aber wir waren lange nicht so erfolgreich, was eben Zugang zu anderen Medikamenten gegen Krebs, gegen Tuberkulose, zu diagnostischen Mitteln betroffen hat. Du hast ja gesagt in einem Interview, das bei Medico veröffentlicht wurde, wir können euch nicht hören. Also es ist auch eine Aufgabe an uns, wieder hörbarer zu werden und uns vielleicht nicht nur in unserer eigenen Angst vor Covid-19 zu verkriechen und zu verstehen, was für Folgen das erst recht in der Welt hat und sich damit noch mal in ganz anderer Weise auch aktivistisch auseinanderzusetzen. Sein Hinweis auf die Veränderungen auch in den pharmazeutischen Unternehmen ist vielleicht auch eine gute Überleitung auf unsere nächste Panel-Teilnehmerin. Das ist Miriam Sagemaß. Miriam Sagemaß ist Juristin und seit vielen Jahren Mitarbeiterin des European Center for Constitutional and Human Rights. Sie ist auch heute die stellvertretende Direktorin. Wir kennen uns auch schon seit vielen Jahren aus langen Kämpfen und Versuchen, deutsche Unternehmen in Deutschland zu belangen und zur Verantwortung zu ziehen für den Missbrauch und für die Ausbeutung von Arbeiterinnen in Textilfabriken in Pakistan, die dort unter anderem zum Teil auch mit ihrem Leben für die schrecklichen Arbeitsbedingungen bezahlen mussten. Und sie sind sozusagen irgendwie Ausdruck dessen, was Sandro Mezzadra gestern genannt hat, der absolute Kapitalismus. Und jetzt ist die Frage, darüber gab es ja auch sehr viele globale Diskussionen, kann man die Textilunternehmen einhegen, kann man diese totale Ausbeutung, die sich darin zeigt, durch verbindliche juristische Verträge wenigstens einhegen. Ist es ein Weg der kleinen Schritte raus aus der totalen Herrschaft des Kapitalismus? Miriam, du hast das Wort. Ja, danke schön. Vielen Dank auch für die Einladung und für diese wirklich total spannende Konferenz, die ich genau auf den letzten Tagen mitverfolgt habe. Also ich möchte, glaube ich, zuerst mal darüber sagen, warum müssen wir uns eigentlich darüber sprechen, warum müssen wir uns mit dem Recht auseinandersetzen und warum müssen wir auch auf sozusagen das Recht als eines der Foren begreifen, in denen wir kämpfen müssen. Wenn man sich das anschaut, wie funktioniert unser, das wurde ja auch auf dieser Konferenz sehr deutlich in all seinen Facetten beschrieben, die Ungerechtigkeit unseres Weltwirtschaftssystems. Und wenn man sich fragt, wie wird dieses Weltwirtschaftssystem organisiert, dann wird es natürlich auch sehr maßgeblich gerade durch Recht organisiert. Und man kann auch sagen, es ist eben sogar nicht nur das Recht, das Wirtschaft und Macht und Ausbeutung organisiert, sondern Recht
kreiert in sich selbst auch wieder neue Macht und gibt Konzernen und den wenigen, den Eliten dieser Welt noch mal mehr Macht und noch mal mehr Möglichkeiten, Profite zu ersteigern. Wie passiert das? Recht eröffnet den Zugriff auf Ressourcen. Das heißt zum Beispiel gerade in einer einer postkolonialen Manier werden über Freihandelsabkommen, aber auch, wie Mark ja gesagt hat, über Intellectual Property Rights, wird Unternehmen überhaupt erstmal ermöglicht, Zugriff zu nehmen auf Ressourcen. Im Amazonas, indigenen Bevölkerungen werden Wissen über beispielsweise wichtige Medikamente weggenommen und angeeignet, weil nämlich Konzerne kommen, die das fassen können in der Art und Weise, dass das überhaupt rechtlich das zu einem vermeintlichen intellektuellen Eigentumsrecht werden kann. Gleichzeitig sichert Recht die Extraktion von Ressourcen und von Profiten natürlich vor allem auch. Das funktioniert auf internationaler Ebene über Investitionsschutzabkommen. Also es funktioniert auch da wieder über Freihandelsabkommen. Also ich habe einerseits Zugriff auf die Ressourcen, ich habe Zugriff auf eine Mine, in der Coltan abgebaut werden kann, und gleichzeitig kann ich als internationaler Konzern durch Recht abgesichert genau den Rohstoff exportieren und die Profite rausziehen, ohne dass ich dafür irgendeine Verantwortung für die ökologischen oder sozialen Konsequenzen dieser Extraktion halten muss. Das heißt, es ist der dritte Element von Recht, dass es nämlich die Rechte anderer ausschließt. Das funktioniert einerseits eben auch beispielsweise im internationalen Wirtschaftsvölkerrecht über eine verrückte, ausgeweiteten Begriff des Eigentums, der geschützt wird vor Zugriffen, beispielsweise im Interesse der Allgemeinheit oder vor Zugriffen im Interesse sozialer Rechte oder Menschenrechte. Es funktioniert aber auch auf einer viel kleineren Ebene, auf einer viel detaillierteren Ebene über das Gesellschaftsrecht, mit dem nämlich Konzerne komplexe Gesellschaftsstrukturen organisieren können, indem dann Konzerne weltweit agieren, aber letzten Endes die einzelne Entität des Unternehmens, die vor Ort irgendwo lokalisiert ist, trägt überhaupt keine Verantwortung für das, was in einem anderen Staat passiert. Das heißt, Unternehmen können die Profite aus Kolumbien, Nestlé mit Hauptsitz in der Schweiz, kann die Profite, die in Kolumbien gemacht werden, in den Tochterunternehmen, so wunderbar abführen zum Hauptstandort, ist rechtlich gesehen aber komplett unabhängig und trägt rechtlich gesehen erstmal keine Verantwortung für irgendetwas, was in dem kolumbianischen Tochterunternehmen passiert. Das Gleiche ist ja nächsten Spin bekommen, wenn man an globale Lieferketten denkt. Da sind ja Unternehmensstrukturen nur noch über Kaufverträge miteinander verbunden. Und der Kaufvertrag geht davon aus, dass gleichberechtigte Individuen oder gleichberechtigte Entitäten miteinander in eine Vertragsbeziehung stehen, in der keinerlei Verantwortung besteht, die außerhalb des Austauschs von der vereinbarten Waren gegen Geld stattfindet. Auch da und gerade über die Lieferketten ist natürlich die absolute Gliederung für jeglicher Verantwortung für Arbeitsbedingungen in den Produktionsprozessen stattgefunden, genauso wie für die Einhaltung und Respektierung von ökologischen Standards. Das ist erstmal was Recht tut. Und wir müssen darum aber natürlich auch im Recht bleiben und sagen, dass Recht, es gibt eben auch andere Rechte, und wir müssen die Rechte, soziale Rechte, wir müssen soziale Menschenrechte, wir müssen kollektive Rechte gegen dieses Recht der Mächtigen setzen und sagen, genau hier gibt es eben auch noch eine andere Sprache des Rechts, und da können Menschen was fordern. Und darum brauchen wir, die Herausforderung ist, dass es nicht nur darum geht, dass sozusagen in den bestehenden Mechanismen Rechte gegen das sozusagen gegen die Macht der Konzerne zu setzen, sondern wir müssen uns natürlich auch jetzt im Angesicht von der Klimakrise, der Pandemie, auch Menschenrechte und das Verhältnis des Menschen mit seinem Recht und das Verhältnis zur Natur neu denken. Das heißt, wir müssen auch in der Menschenrechtsbewegung holistischer denken. Wir müssen mehr darüber nachdenken, Menschenrechte zu definieren als Rechte, die sind des Menschen in Verbindung zur Natur.
Und gerade unsere lateinamerikanischen Rednerinnen und Redner haben das sehr schön dargestellt, dass, wo ich glaube, dass wir gerade in Europa da noch sehr viel dazulernen müssen. Einfach ein breiteres Verständnis, ein holistischeres Verständnis von Menschenrechten zu bekommen. Und auch sehr schön, selbstverständlich sind kollektive Menschenrechte schon lange, würde ich sagen, anerkannt. Und trotzdem machen wir sie zu wenig geltend gegen die Rechte, zum Beispiel eines sehr eingeschränkten Begriffs von Eigentumsrechten oder die Rechte im Bereich von Intellectual Properties. Und gleichzeitig denke ich auch, müssen wir sehr konkret nachdenken, wenn wir im juristischen Bereich sind, über was bedeutet eigentlich juristische Verantwortung? Wie definieren wir Verantwortung mit angesichts von globalen Herausforderungen? Was bedeutet Verantwortung für die Konsequenzen eines sich ändernden Klimas? Das hat, was bedeutet juristische Verantwortung im Hinblick darauf auf die historische Verursachung der Ursachen von der Klimakrise oder des Anthropozän? Aber auch, was bedeutet das eigentlich, dass es sozusagen über Generationen, die vergangenen Generationen, gegenwärtige Generationen und gegenüber der Verantwortung der zukünftigen Generationen? Wie fassen wir überhaupt, im juristischen Sinne brauchen wir immer eine Verursachung. Wie denken wir Verursachung im globalen Kontext? Und ich denke, dass wir da auch gerade als Juristinnen und Juristen, aber natürlich auch in einem Austausch mit Aktivisten und allen anderen, wir müssen diese Themen angehen, um klar sozusagen den anderen hart juristisch ausdefinierten Konzepten etwas entgegenzusetzen haben. Einer der Anknüpfungspunkte oder einer der Foren, in denen genau das natürlich passieren kann, in denen wir sagen können, wir setzen der rechtlichen Weltwirtschaftsordnung etwas entgegen, sind die Initiativen, die Thomas auch erwähnt hat, der UN Binding Treaty, wo es darum geht, dass Konzernen eigene Verantwortung, also gerade den Headquarters eines Konzerns, dem Hauptsitz eines Konzerns, soll Verantwortung zur Einhaltung von Menschenrechten und zur Respektierung von Menschenrechten entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses gegeben werden. Ähnliche Initiativen gibt es auch auf nationaler Ebene. Das gab es in der Schweiz. Dieses Gesetzesvorhaben ist nicht, ich will nicht sagen gescheitert, aber nicht so weit vorangegangen, wie man das sich hätte wünschen sollen. Solche Gesetze gibt es in Frankreich und gerade auch in Deutschland wird ein sogenanntes Lieferkettengesetz diskutiert. Und auch da geht es darum, jeweils dem europäischen Unternehmen Verantwortung zu oktroyieren und sozusagen ein Stück weit was dem entgegenzusetzen, der Tendenz oder der Vollendung des kompletten Outsourcings von Verantwortung. Sozusagen neben diesen sozusagen sehr realpolitischen Arenen, in denen wir da kämpfen können, denke ich auch, gibt es auch, muss man dennoch auch, und das ist ja, was wir versuchen beim ECCR mit vielen anderen zusammen, uns auch in die bestehenden rechtlichen Auseinandersetzungen reingehen. Das heißt, wir müssen auch jetzt schon sagen, wir wollen besseres Recht. Wir müssen für besseres Recht kämpfen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch das bestehende Recht nutzen und alle Ansatzpunkte für Widerstand und aber auch für so gegenhegemoniale Kämpfe nutzen. Denn das bestehende Recht kann gegen die Mächtigen gewendet werden. Das bestehende Recht kann genutzt werden, um zu sagen, nein, wir wollen eigentlich, und auch schon jetzt wollen wir, dass sozusagen dass unsere Weltwirtschaftsordnung anders funktioniert. Das zeigt zum Beispiel die Klage von vier pakistanischen Arbeiterinnen und Arbeitern gegen das Textilunternehmen KIK, die einfach gesagt haben, wir setzen uns über die bestehende Trennung zwischen auftraggebendem und zuliefernden Unternehmen hinweg. Und wir sagen, das auftraggebende Unternehmen schuldet uns was. Das schuldet uns Wiedergutmachung dafür, dass 250 Menschen in dieser Fabrik verbrannt sind. Das ist genauso wie eine Klage von indischen Bäuerinnen und Bauern gegen Syngenta, gegen den Chemiekonzern Syngenta in der Schweiz. Die sagen, wir benutzen das schweizerische Verbraucherrecht und sagen, wir als Bäuerin, wir haben dieses Pestizid angewendet. Wir sind eigentlich Verbraucherin und wir haben schwerste Gesundheitsschäden und Tod und zum Teil auch Tod von Angehörigen hinnehmen müssen aufgrund dieses Pestizids. Und darum fordern wir auch jetzt schon Wiedergutmachung von dir, Syngenta, und diesem Unternehmen.
Oder genauso ist es, wenn mexikanische indigene Communities gegen einen großen Energiekonzern in Frankreich klagen und sagen, uns ist das Land noch nicht weggenommen worden. Aber der Prozess, den ihr hier gerade führt von Konsultationen, droht unsere indigenen Landrechte, unsere kollektiven Landrechte in massiver Weise zu verletzen. Und wir wollen schon mal präventiv dagegen vorgehen. Und darum gehen wir zu einem französischen Gericht und sagen, dieser Prozess muss angehalten werden. Und unsere Rechte müssen und wir müssen angehört werden. In der Frage, wie wird mit unserem Land in Zukunft umgegangen? Das heißt, wir müssen also sozusagen sowohl in die konkrete Auseinandersetzung hier hingehen und immer wieder deutlich machen, man kann das Argument machen und sagen, nein, ihr Konzerne, ihr nutzt das Recht auf eine Art und Weise, die auch schon jetzt nicht legal ist, die auch schon jetzt falsch ist. Und wir machen unsere Rechte geltend. Damit schafft man ganz kleine und partielle und zum Teil oft ja auch sehr unerfolgreiche Räume. Aber ich denke schon allein die Tatsache, dass Saida Khatun nach Dortmund gehen kann, die Tatsache, dass indische Bäuerinnen und indische Bauern in die Schweiz gehen und die Tatsache, dass mexikanische indigene Communities sich in Frankreich vor einem Gericht vertreten lassen, zeigt, dass man Einspruch erheben kann und dass das sozusagen einen kleinen Ausblick darauf gibt, wie die Welt anders aussehen könnte und wie auch eine Wirtschaftsordnung anders aussehen könnte. Noch eine kurze Bemerkung oder einen Gedanken zu der Frage, ja, sozusagen, das ist ja alles, genau, ist Recht nicht eigentlich so ein bisschen zu mühselig? Ist das wirklich eine große Lösung? Und sicherlich sind das immer alles nur sehr partielle Lösungen. Aber wenn man mal gerade anschaut im Hinblick auf die Pandemie, als die Pandemie zu den großen Schließungen und Lockdowns in Europa geführt hat, im März, April diesen Jahres, letzten Jahres, 2020, und ist damit dann zum totalen oder für einige Wochen, zwei, drei Monate zum sehr starken Erliegen des Konsums hier in Europa geführt hat. Es hat zu einer massiven Welle der Arbeitslosigkeit und des wirtschaftlichen Ruins in Ländern wie Bangladesch geführt, weil europäische Textilkonzerne innerhalb von wenigen Tagen ihre Aufträge storniert haben, sich geweigert haben, bereits produzierte Waren abzunehmen und zu bezahlen. Und innerhalb von wenigen Wochen war die Volkswirtschaft Bangladesch am Bankrott. Das heißt, das zeigt auch nochmal die Abhängigkeit und wie viel Macht nach wie vor bei allem, dass wir wissen müssen, dass genau der sich ändernden Weltordnung, wie viel Macht dann doch auch bei europäischen Konzernen liegen und bei europäischen Verbraucherinnen. Wenn jetzt aber diese europäischen Unternehmen schon jetzt die Pflicht gehabt hätten oder diese Pflicht jemals einklagbar gewesen wäre, das Recht auf soziale Sicherung zu respektieren, und wenn europäische Unternehmen ihren Beitrag dazu hätten leisten, dass das Recht auf soziale Sicherung in Bangladesch realisiert worden wäre und das schon seit 5 Jahren der Fall gewesen wäre, das heißt seit 5 Jahren oder 10 Jahren Unternehmen wie KIK, C&A, H&M, wie auch immer sie alle heißen, dazu hätten beitragen müssen, dass in Bangladesch ein effektives System der sozialen Sicherung besteht und am besten noch ein effektives System der Gesundheitsversorgung, dann wären diese Arbeiterinnen und Arbeiter nicht in einer derartig vulnerablen Lage gewesen. Ich will damit nicht propagieren, dass es jetzt Konzernen obliegt, sich um soziale Sicherung zu kümmern. Ich will nur sagen, sozusagen, welches Potenzial auch daran liegt, zu sagen, im Konkreten das durchzuspielen und sagen, wenn dir eine Verpflichtung aufliegt, weil was es hätte bedeuten müssen, das heißt ja nicht, dass C&A und H&M und wie sie alle heißen, sie müssen substanziell ihre Geschäftspraktiken ändern, sie müssen substanziell ihre Preispolitiken ändern. Sie müssten einfach ihre ganze Art und Weise, wie eingekauft wird und wie dieses ganze Modell der Fast Fashion könnte so nicht mehr bestehen, wenn man eine Verpflichtung zur Einhaltung von Menschenrechten diesen Unternehmen aufoktroyieren würde. Genau, insofern ist sicherlich Recht und sind die ganzen rechtlichen Mechanismen sicherlich nicht die ganze Lösung, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall auch ein Teil der Lösung, die wir anstreben müssen und für die wir uns einsetzen müssen. Well, this legislation pertaining to supply chains doesn't just exist in Germany, or is not just discussed in Germany, but also in other countries such as in France. And that's also an indication, I believe, that the
European general public is somewhat uncomfortable with the fact that indeed workers in different parts of the world are being exploited so that we can have cheap clothing here, cheap garments. So that's also an indication of a movement on the part of civil society and a critical public. Now, is it such, though, that what you have just sketched out can in fact be realized, or is that momentum so weak that this wish to see people being held liable or responsible will not be fulfilled? Das ist aus meiner Sicht noch zu früh zu sagen. Ne? Also es ist ja jetzt gerade am Freitag, vorgestern ist ein Gesetzentwurf aus dem Ministerium zum Lieferkettengesetz vorgestellt worden. Und man muss den Text sich anschauen. Klar ist, dass die Wirtschaftslobbyisten ganze Arbeit leisten. Beispielsweise sowas wie Zivilrecht, eine eigene zivilrechtliche Haftung schon exkludiert wurde. Gleichzeitig zeigt das französische Gesetz ist in Kraft. Und seit diesem Jahr kann geklagt werden, also nein, seit 2020 kann geklagt werden. Und natürlich geht es bei Recht, wenn es einmal, geht es immer um hegemoniale Kämpfe. Ja? Also natürlich versuchen Unternehmen jetzt diese Rechte so auszulegen, dass sie gar nichts bringen und man einfach nur ein bisschen eine Neuauflage von Corporate Social Responsibility hat. Gleichzeitig ist genau das, dass ich denke, wir müssen aber auch in diese Kämpfe jetzt reingehen, weil es geht natürlich um eine Auslegung. Und genauso wie ein Gesetz ausgelegt werden kann im Sinne der Unternehmen, kann ein Gesetz auch weiter ausgelegt werden und es kann progressiv ausgelegt werden. Und natürlich ist das wieder ein neuer Kampf. Ja? Also sozusagen, genau, es wird, glaube ich, gerade im Chat auf die Klage des peruanischen Bauers gegen RWE gezeigt. Genau, auch das ist ein Kampf. Wir wissen ja auch nicht, wie diese Klage ausgeht. Sie ist jedenfalls zulässig. Natürlich sind das es ist eine der Arenen, in denen wir kämpfen müssen. Und es ist zu früh zu sagen, was effektiv ist und was nicht. Ich möchte auch nochmal, gerade weil das vielleicht, ach, das mit dem Recht. Ich würde da auch gerne deine Position nochmal stark machen. Und ich glaube, ihr seid ja auch involviert in den Prozess gegen Folterer aus Syrien, der Prozess, der jetzt gerade in Koblenz stattfindet, wo doch deutlich wird, dass globale Themen durch Rechtsprechung und Diskussion zumindest noch mal auf eine andere Weise wieder in das Archiv der globalen Erinnerung gerückt werden, wenn solche Prozesse überhaupt irgendwo stattfinden und Menschenrechtsverletzungen thematisiert werden, was vielleicht so nicht so zu erwarten war und was von großer Bedeutung ist. Ich danke dir, Miriam. Wir werden sicherlich Fragen aus dem Chat kriegen. Und dann wirst du noch mal die Gelegenheit haben, etwas zu sagen. Auf dieser Konferenz war ja ein ganz großes Thema, dass wir uns hier im Norden dekolonisieren müssen und dass wir sozusagen auf eine ererbte Kolonisierungsmentalität von 500 Jahren zurückblicken, wie das Sabine Haag gesagt hat. Also dass eigentlich wir unsere ganze Imagination von der Welt in Frage stellen müssen, wenn wir uns tatsächlich der Rekonstruktion der Welt mit allem Ernst stellen wollen. Deshalb haben wir jetzt Vanessa Eileen Thompson hier. Sie ist Doktorin der Soziologie und zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin in der vergleichenden Kultur- und Sozialanthropologie an der Europa-Universität der Viadrina in Frankfurt. Hallo Vanessa. Ihr Forschungsschwerpunkt und Lehrschwerpunkt sind kritische Rassismus- und Migrationsforschung, Black Studies und intersektionale Ungleichheits- und Geschlechterforschung. Sie wird sich in ihrem Beitrag, auf den ich jetzt sehr gespannt bin, mit der Bedeutung des Abolitionismus, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich vorher in der Konferenz überhaupt nicht damit beschäftigt und musste dann sozusagen in Vorbereitung überhaupt verstehen, worum es geht, und der Black Lives Matter Bewegung beschäftigen und was das alles mit der Rekonstruktion der Welt zu tun hat. Vanessa, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen und vor allem für die Ausrichtung und Koordination dieser Konferenz. Und auch ganz herzlichen Dank an die Personen, die sich um die Technik kümmern, also auch für den ganzen Aufwand und natürlich auch die Personen, die dolmetschen und damit auch ganz wesentlich beitragen dazu, dass diese Konferenz zugänglich ist, besonders für Menschen, die besonders für Menschen in Bezug auf unterschiedliche Sprachen.
Die Beiträge der letzten drei Tage und die Diskussionen haben meines Erachtens die grundlegenden, also einige der grundlegenden und tiefgreifenden Probleme in dieser Welt, einer Welt im rassifizierten, vergeschlechtlichten, neoliberalen Kapitalismus angesprochen, kritisiert und auch bereits auf mögliche Alternativen verwiesen. Und ich möchte in Anlehnung an einige dieser Beiträge über Abolitionismus als Rekonstruktion von Welt sprechen und möchte mich dabei vor allem auf die Kämpfe um und für schwarze Leben konzentrieren. Also das hat ja vor allem letztes Jahr vor dem Hintergrund der Black Lives Matter Bewegung und Proteste einigen Aufwind erhalten. In dem Panel zu Haiti vor zwei Tagen wurde bereits darauf verwiesen, dass die Kämpfe um und für schwarze Leben historisch sehr weit zurückgehen und auch einen ihrer Anfänge in der haitianischen Revolution haben, in der ersten erfolgreichen Revolution versklavter schwarzer Menschen. Wir haben im letzten Jahr Aktualisierungen, wenn auch unter anderen Vorzeichen dieser Revolution gesehen. Die Black Lives Matter Proteste, und ich möchte darauf verweisen, dass BLM auch für Black Liberation Movement steht, die lassen sich nicht auf das letzte Jahr reduzieren und haben auch nicht erst in 2020 ihren Anfang gefunden. Aber ich glaube, es ist ganz signifikant, dass gerade auch vor dem Hintergrund der Pandemie ist diese Proteste und Mobilisierung waren, die auch viele andere Bewegungen ein bisschen auch aus einer politischen Handlungsmächtigkeit wieder gerufen haben und erweckt haben. Die Proteste stellen die derzeit größten transnationalen und Mobilisierungen in der Geschichte des Antirassismus dar. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, in einigen Ländern Afrikas, wenn wir an die NSARS-Proteste in Nigeria denken, aber auch Proteste gegen Polizeigewalt in Kenia. Es gab auch mehrere Black Lives Matter-Proteste in Südamerika. Die Proteste und die Bewegungen haben sich um Polizeigewalt, vor allem gegen arme und mehrfach marginalisierte schwarze Menschen, entzündet. Die Bewegungen kämpfen darüber hinaus, aber auch gegen weitere und verschränkte Formen staatlicher Gewalt, wie sie beispielsweise durch Gefängnisse, Lager, Grenz- und Militärregime produziert werden. Die transnationalen Bewegungen um Black Lives Matter setzen sich aber auch gegen Umweltrassismus ein, gegen Austeritätspolitiken und Ausbeutung, gegen häusliche und sexuelle Gewalt, Ableismus und Wohnungslosigkeit, für den Ausbau von sozialen Gesundheitswesen und für ökologische, soziale und intersektionale Gerechtigkeit. Ich möchte jetzt auf zwei Punkte eingehen, von denen ich denke, dass diese Kämpfe und Perspektiven für die Frage der Rekonstruktion der Welt nicht nur hilfreich, sondern fundamental sind. Der erste Punkt betrifft den Aspekt der Verschränkung oder die Verschränkung der Kämpfe. In den Kämpfen für schwarze Leben werden die Verschränkungen von Institutionen staatlicher Gewalt in den Blick genommen. Beispielsweise der Verschränkung vom staatlichen, also von der Institution Polizei mit dem Polizieren der Meere. Oder auch die komplexe Verschränkung von Lagern und Gefängnissen, wie Angela Davis und Gina Dent es formuliert haben. The prison is a border and the border is a prison. In ihrem Management von Gruppen, die als überflüssig konstruiert werden. Aber wir sehen auch eine Verbindung, eine Skandalisierung und Politisierung mit Bezug auf die Verbindung von den Lagern an den Außengrenzen und den Lagern, die in beispielsweise auch den Ländern Westeuropas konstituiert werden und auch andauernd eigentlich frühzeitige Tode produzieren. Das ist auch etwas, worauf die Kampagne Legalisierung jetzt in diesem Moment hinweist. Die Bewegungen verweisen aber auch auf die Verschränkung von Nationalismus und Imperialismus, auch durch eine Externalisierung der Grenzen, die zunehmend auch imperiale Beziehungen reaktualisieren. Eine weitere Verschränkung betrifft die Analyse des Zusammenwirkens von staatlicher Gewalt und interpersoneller Gewalt und dass eine Kritik der Gewalt beides in den Blick nehmen muss. Wir sehen also hier nicht nur eine dezidiert intersektionale Perspektive in Bezug auf die mehrfach
mehrfach unterdrückten Identitäten und Erfahrungen, sondern vor allem eine Intersektionalität der Kämpfe. Also indem Kämpfe verschränkt werden und sich die Kritik und die Proteste aus der Bewegung auf eine Intersektionalität auch der Ungleichheitsproduktion und Ausbeutungsstrukturen richtet. Der zweite Punkt betrifft die Perspektive, die radikale schwarze Theoretisierungen und Bewegungen ermöglichen und die mit einer radikalen Kritik des liberalen Kosmopolitismus sowie den liberalen Konzepten von Sicherheit, Citizenship und Demokratie. Das heißt Konzepten und Normen, deren Entstehung inhärent mit der gewaltsamen Ausschreibung, Ausbeutung und Entmenschlichung von einem Großteil der Menschen verknüpft ist. Frantz Fanon hat 1961 bereits darauf verwiesen, dass es nötig ist, Europa zu verlassen, um die Welt zu retten. Und der Titel dieses Panels ist ja auch die Verantwortung von Europa. Ich zitiere Fanon: "Leave this Europe, where they are never done talking of men, yet murder men everywhere they find them. At the corner of every one of their own streets, in all the corners of the globe." Zitat Ende. Fanon arbeitet in Die Verdammten dieser Erde die differenziellen und zerstörerischen Logiken des kolonialen Kapitalismus heraus und er zeigt auf, dass die Verdammten dieser Erde, les damnés, durch Überausbeutung, Kriminalisierung und Entmenschlichung produziert werden. Gleichzeitig deutet er an, dass kolonialer Kapitalismus nicht nur die Verdammten produziert, sondern auch die Erde verdammt. Europa verlassen im Fanonschen Sinne bezieht sich auf den radikalen Bruch mit den liberalen politischen und sozialen Konzepten, Ökonomien und Beziehungen bei gleichzeitiger Eröffnung neuer Welten und Horizonte. Achille Mbembe hat heute bereits darauf verwiesen, dass die Welt alleine auf der Basis der Werte der europäischen Aufklärung nicht rekonstruiert werden kann. Und ich lese auch die Worte von Moussa Tchangari, dass sich alles ändern muss, auch in diesem Zusammenhang. Die transnationalen abolitionistischen Perspektiven und Theoretisierungen schwarzer radikaler Kritik, wie sie sich auch in den Kämpfen um und für schwarze Leben zeigen, erinnern uns daran, dass die Probleme in der kapitalistischen Welt, vergeschlechtlichte und rassifizierte Überausbeutung und Extraktivismus, Krieg und die Expansion von Sicherheitsregimen, Grenzregime, Lager und Knäste, steigende Armut und intersektionale Gewalt, gesundheitliche Apartheid, die Produktion von frühzeitigen Toten und der zunehmende Einsatz von Gewalt bei politischen und gesellschaftlichen Problemlagen nicht durch die Inklusion in liberale Rahmungen und Ordnungen der Sicherheit, des Eigentums, der Subjektivität oder des Rechts gelöst werden können. Ordnungen, die entlang von nekropolitischen und auch binären Dimensionen verlaufen. Die Kämpfe für schwarze Leben setzen sich nicht ein für Reformen staatlicher Gewalt, für Reformen des industriellen Grenzkomplexes, sondern für Abolition als radikale Rekonstruktion von Welt. Was meint Abolitionismus? Abolitionismus meint nicht einfach Abschaffung, sondern die Schaffung von neuen Beziehungen, Lebensweisen, Institutionen und Strukturen, in welchen, wie Ruth Wilson Gilmore das erläutert, life can flourish. Gestern wurde ja auch über die Revolution für das Leben gesprochen. Abolitionismus ist historisch und gegenwärtig grundlegender Teil dieser Revolution. Von den Kämpfen für die Abschaffung der Plantagenökonomien und der Versklavung, da kommt ja der Abolitionismus historisch her, also als eine Bewegung, die sich für die Abschaffung von Plantagenökonomien und Versklavung konstituiert hat, aber auch den Kämpfen gegen den Kolonialismus und den Neokolonialismus, wobei es besonders die kollektiven, oft unsichtbar gemachten Beiträge sind, die der Frauen, der marginalisierten Gruppen, wo sich die Praktiken des Abolitionismus als Revolution für das Leben artikulieren. Gleichzeitig, und damit beziehe ich mich auf den dritten und letzten Punkt, nämlich Rekonstruktion, als eingebettet in Praktiken und Horizonte, die zum Teil bereits da sind. Also es geht nicht einfach um die Zukünfte, die außerhalb unserer jetzigen Welt liegen, sondern um Praktiken, die bereits an den Rändern und die bereits in
auch in ganz marginalen Weisen schon da sind. Etabliert in den Maroon Communities, in der Karibik und in den Amerikas während der Versklavung, den Formen der ganz liminalen oder auch oft flüchtigen Infrastrukturen von kriminalisierten, ausgebeuteten und illegalisierten Menschen, in den Praktiken von Mutual Aid und relationaler Solidarität und vor allem den Care-Politiken von marginalisierten, besonders queeren und Transkollektiven. Reparation bezieht sich also weder nur auf das Vergangene oder die Richtigstellung des Vergangenen, noch auf nur monetäre Fragen oder Fragen des reinen Überlebens. Abolition is a presence, wie Ruth Wilson Gilmore uns erinnert. Und sie ist eine Praxis des radikalen Aufeinander angewiesen und in Beziehung Seins. Dabei sind Kämpfe für schwarze Leben als abolitionistisches Projekt der Rekonstruktion von Welt inhärent solidarisch. Im Falle von Black Lives Matter sehen wir, dass die Kämpfe in Solidarität sind mit den Indigenen und anderen marginalisierten und ausgebeuteten Gruppen. Das heißt, es geht nicht nur um schwarze Menschen. Aus einer abolitionistischen Perspektive ist Blackness eine Politik der Solidarität. Von der Bezeichnung von Schwarz, wie beispielsweise vor dem Hintergrund der Bezeichnung von Schwarz im Kontext von Haiti, wo alle die als Schwarz bezeichnet worden sind, die sich aktiv auch gegen die Versklavung eingesetzt haben und für diese eingestanden sind. Oder auch der politischen Blackness im Zuge der antirassistischen Mobilisierung im 20. Jahrhundert. Oder auch der Black Lives Matter Bewegung als transnationalem Multiracial Movement. Diese transnationalen Verschränkungen von Black Lives Matter und die Kämpfe um die radikale Transformation von Institutionen bei gleichzeitigem Abbau und der Abschaffung von systemstaatlicher Gewalt und auch System globaler Gewalt, liefern dabei ganz grundlegende Fundamente für eine solidarische Globalisierung von unten und die Realisierung einer abolitionistischen Demokratie. Vielen Dank. Danke, Vanessa. Und auch sehr, sehr wichtig, dass du das jetzt hier eingeführt hast. Vielleicht könnten wir noch mal eine kurze Nachfrage. Warum greift ihr auf den Begriff des Abolitionismus zurück? Und wie kann man das in Verbindung bringen mit dem, was jetzt gerade Mark Haywood gesagt hat, der gesagt hat, es droht nach der Pandemie eigentlich eine Verschärfung der institutionellen Gewalt? Nicht nur bei uns, sondern dass sozusagen die Versuche der sozialen Kontrolle der Pandemie auch in Ländern wie Südafrika droht, institutionelle Gewalt zu verstärken. Und können wir mit diesem fluiden Begriff des Abolitionismus, den du hier eingeführt hast, können wir sozusagen damit noch mal den Horizont erweitern auf diese Gefahr, die ja offenkundig vorhanden ist, dass eher die Institutionen verschärft Gewalt ausüben werden? Ja, vielen Dank. Ich denke, einerseits ist es wichtig, dass die Geschichte des Abolitionismus, also ausgehend von den Kämpfen gegen Versklavung und Kolonialismus, immer auch verbunden waren mit einer radikalen Rekonstruktion von demokratischen Gesellschaften. Ja, also es ging nie nur einfach um die Abschaffung von Versklavung, sondern um das, was W.E.B. Du Bois dann auch abolitionistische Demokratien nennt. Das heißt aber auch, was wir sehen in Bezug auf die Kontinuitäten von Kolonialismus und Versklavung, dass trotz der formalen, und hier wäre, glaube ich, auch meine Kritik des Rechts, trotz der formalen Abschaffung von Versklavung, trotz der formalen Abschaffung von praktisch kolonialen Besitzverhältnissen und Kolonialismus, sich auf eine gewisse Art und Weise die groben gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht grundlegend geändert haben. Ein Verweis ist da immer in den USA, dass teilweise jetzt mehr Menschen, vor allem auch schwarze Menschen, inhaftiert sind, als auf den Plantagen gearbeitet haben. Und dass eigentlich auch viele der Institutionen wie die Polizei oder die Gefängnisse ganz viel von den Praktiken von den Plantagen und von dem Kolonialismus eigentlich in überführter Weise, in reaktualisierter Weise
vornehmen. Und der neuere Abolitionismus, vor allem der Abolitionismus seit dem 20. Jahrhundert, konzentriert sich stark auf staatliche Gewaltinstitutionen und den Abbau. Also wenn wir es über Gefängnisse zum Beispiel sprechen, geht es um die Entkerkerung der Gesellschaft. Es geht um den Abbau von Strafregimen. Ähnliches bei der Polizei, aber auch von Lagern und Grenzregimen. Und ich glaube, diese Perspektiven sind einerseits wichtig, weil sie sich ganz dezidiert auseinandersetzen mit der historischen Kontinuität von Strafe, Bestrafung und Ausbeutung im praktisch und wie das im neoliberalen Kapitalismus funktioniert und gleichzeitig sich konzentrieren auf eine radikale Transformation von Strukturen und Institutionen, die lebensbejahend sind, anstatt lebenszerstörend oder auch bestrafend oder auch gewaltexzessiv. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund der Pandemie, dass wir so ein bisschen auch auf diesem Scheideweg gerade sind, die Frage des Portals wurde da auch oft eröffnet. Wie gehen wir durch dieses Portal? Es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, okay, ich glaube auch im Sinne von Mark Haywood, da würde ich Mark Haywood auch recht geben, es braucht ein Reconstruction Plan, um zu sagen, okay, wie machen wir das, dass wir uns kollektiv einsetzen, um das Risiko, aber vor allem auch die Expansion von Strafregimen und Institutionen, die ja jetzt schon da ist, ja, wenn wir uns die Lagerregime anschauen, die Ausweitung von Strafexpansion, dass es da einfach ganz starke Mobilisierung braucht, um das zurückzudrängen, weil es sonst keinen Platz und keinen Ausbau auch von sozialen Strukturen, sozialer Gerechtigkeit geben kann. Super, vielen Dank, Vanessa. War sehr, sehr spannend und führt uns, glaube ich, auch ziemlich weiter in der Frage, was ist Europas Verantwortung? So, jetzt bitte ich zum Schluss Milo Rau. Ich verweise noch einmal auf das, was Susan Buck-Morse gesagt hat, dass nichts offensichtlich ist, dass wir vieles gemeinsam haben, auch wenn es keine eine revolutionäre Sache gibt. Sie hat dann gesagt, es braucht ästhetische Formen, indem wir Unvereinbares miteinander rahmen. Hallo Milo. Hi. Film verwiesen, den ich hier immer noch weiter anpreisen kann, dass wir das auch im Rahmen unseres Filmprogramms zeigen. Sie war begeistert von deinem Film, falls du sie nicht gehört hast, vom Neuen Evangelium, weil eben Dinge überraschend in einen Rahmen gesetzt werden, die gar nicht in diesen Rahmen gehören. Sie zeigte das Bild des Abendmahls, das erinnert an Da Vincis Abendmahlbild und da sitzen eben illegal gehaltene Migranten aus Italien. So, Milo ist also mit uns im virtuellen Raum. Seine Institut für politischen Mord unterstützt auch diese Konferenz. Vielen Dank dafür. Ich stelle ihn kurz vor, auch wenn er ja als sehr bekannt gilt, ist Regisseur, Autor und künstlerischer Leiter des Gent-Theaters in Belgien. Und ich hoffe, dass du uns ein bisschen was sagst dazu, wie denn Kunst oder welche Ästhetik, politische Ästhetik vielleicht schafft, das Gemeinsame zu stiften, das, wofür es sich zu riskieren lohnt, das, wofür es gut ist, weiterzumachen, selbst im Angesicht der Unmöglichkeit, das neue, das wahre Leben zu erreichen. Du hast das Wort. Vielen Dank. Ich will mich zuerst kurz entschuldigen, wenn die Übertragung nicht immer ganz gut ist. Ich sitze hier in einer Gästewohnung des Theaters von Genf, der Oper von Genf, und habe keinen Einfluss darauf. Wenn ihr mich nicht hört, dann schickt mir bitte eine kurze Nachricht im Chat, dass ich vielleicht die Kamera ausmache. Also vielen Dank, Mark Haywood, Vanessa Thompson und Miriam, für die Vorlagen jetzt schon in diesem Gespräch. Es gibt da sehr viele Dinge, die ich aufnehmen kann. Um anzufangen vielleicht mit dem Neuen Evangelium und dem Bild, auf das gerade angesprochen wurde, das letzte Abendmahl. Da sitzen tatsächlich illegale Flüchtlinge am Tisch, es sitzen aber auch italienische Kleinbauern am Tisch, es sitzen Männer am Tisch, es sitzen Frauen am Tisch, es sitzen Muslime am Tisch, es sitzen Christen und natürlich Atheisten am Tisch. Und das ist vielleicht auch das Thema der paar Überlegungen, die ich versuche hier noch hinzuzufügen. Und ich glaube, in ganz vielen Punkten kann ich auf das, was Miriam gesagt hat und das, was Vanessa gesagt hat,
eingehen, also die Beziehung von Gesetz und Recht beispielsweise, von der Frage, wie man Recht oder wie man Solidarität entzeitlicht und enträumlicht und aus den Normen befreit, die oft auch durch das Recht gesetzt werden, also zum Beispiel durch Recht gestützte Illegalisierung und Ausschluss von Menschen und dadurch deren Versklavung. Und ein anderer Punkt, der mich interessiert, ist, wie man zu einer globalen Solidarität kommt oder einer Globalisierung, vielleicht nur einer Perspektive auf das, was Solidarität sein kann. Vanessa hat dieses Zitat gebracht, Europa verlassen, um die Welt zu retten oder vielleicht auch nur schon, um die Welt zu verstehen und auch zu verstehen, was innerhalb von Europa möglich ist und von Europa aus nicht denkbar ist und innerhalb von europäischen Mythen nicht denkbar ist. Und da haben wir einige Projekte gemacht, zum Beispiel Orestes in Mosul oder eben die Antigone im Amazonas, wo wir europäische Mythen exportieren, um sie zu lesen, beispielsweise die Antigone gemeinsam mit der brasilianischen Landlosenbewegung. Und plötzlich findet man heraus, wir haben im europäischen Recht eigentlich auch die Möglichkeit, im deutschen Recht beispielsweise Grundstücke und so weiter, die nicht genutzt werden oder die unrechtmäßig angeeignet wurden, solidarisch zu besetzen. Das geht also nicht nur in Brasilien, sondern das könnte ich auch in der Nähe von Köln machen, rein theoretisch. Und das wäre zumindest als Möglichkeit gestützt durch die Verfassung. Und das Gleiche in Italien, wo wir Häuser besetzt haben im Rahmen des neuen Evangeliums. Ich würde gerne auf dieses eine Projekt eingehen, weil wir das gerade gemacht haben. Und vielleicht auf diese Grundfrage für mich eingehen, wie Solidarität eigentlich machbar ist, weil ich glaube, dass wir gerade in aktivistischen Kontexten oft einen Mythos der Differenz haben, was natürlich Solidaritäten oft erschwierigt und Solidarisierung oft auch mit einer Gleichschaltung der Unterschiede, zumindest mit dieser Gefahr, mitgelesen wird. Und ich glaube, ein letzter Grund, warum Solidarität oft so schwierig ist, ist, dass wir in tatsächlichen Kontexten der Ausbeutung leben und uns eigentlich menschliche Beziehungen unter anderen Vorzeichen als der Ausbeutung gerade im Kunstbetrieb zum Beispiel ganz schwer vorstellen können, aber auch ganz schwer realisieren können, weil sie einfach gegeben sind. Ich denke, es gibt in der Kunst zwei Möglichkeiten von Solidarisierung. Eine ist eine Solidarität in der Kurzzeitigkeit, in der Projekthaftigkeit, in dem, das machen wir einfach mal. Im neuen Evangelium haben wir uns gesagt, wir versuchen eine Verfilmung des neuen Evangeliums, des Evangeliums des Neuen Testaments in Süditalien, in Matera, also da, wo Pasolini und Mel Gibson ihre Filme gemacht haben in den 60er Jahren, in den Nullerjahren, mit den Schauspielern von Pasolini und Mel Gibson, aber auch, und das ist eben das Interessante, Matera war ja Kulturhauptstadt, mit diesen Menschen, die ironischerweise, könnte man fast sagen, oder fast wahrheitsweise um diese Stadt herumleben, Tausende von Flüchtlingen, die ausgebeutet werden, illegalisiert von der italienischen und der europäischen Politik auf den Tomatenplantagen um die europäische Kulturhauptstadt herum. Und wir haben einen Cast geschaffen, man könnte sagen ein Ensemble, wo Jesus selbst ein Aktivist aus Kamerun ist, der sich einsetzt für die Rechte von afrikanischen Landarbeitern, und haben ganz viele andere Rollen von Apostelinnen und Aposteln mit Sexarbeiterinnen, mit Flüchtlingen aus allen möglichen Ländern besetzt. Weil die Hauptstrategie im Grunde der Herrschaft der Mafia in Süditalien in etwas besteht, was man Thailand-Herrsche nennen könnte, in Verunmöglichung von Solidarität, in dem alle möglichen Gruppen, die dort eigentlich unter dem gleichen System der Monokulturen und der Ausbeutung leiden und der Illegalisierung gegeneinander gesetzt werden. Also die rumänischen Einwanderer würden nie mit den italienischen Kleinbauern arbeiten, die würden nie mit afrikanischen Flüchtlingen arbeiten, wohin wiederum dort alle einzelnen Länder gegeneinander ausgespielt werden. Also wir haben Leute aus Kamerun, Leute aus Nigeria, Leute aus dem Sudan und so weiter, aus dem Kongo zusammengebracht, zusammen mit italienischen Gewerkschaften, zusammen mit rumänischen Organisationen, zusammen mit NGOs, die was anderes zu tun hatten und haben versucht, eine Solidarität zu schaffen in der Macher dieses Projekts. Also indem man gesagt hat, wir
versuchen, diesen transzendentalen Gerechtigkeitsbegriff, diesen Globalgerechtigkeitsbegriff der Bibel umzusetzen, indem wir eine Kampagne machen für die Rechte dieser Menschen. Und für uns ist da ein, und da musste ich bei Miriam sehr stark daran denken, ein Wort aus dem Matthäusevangelium, ein Satz, der sehr wichtig geworden, als Jesus nämlich in Jerusalem einmarschiert und zu den Priesterherren sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, ich bin gekommen, es zu vollenden. Womit er sagen will, die Gesetze, die wir brauchen, die gibt es eigentlich. Es gibt im Grunde im europäischen Recht, soweit ich weiß, zumindest nicht im italienischen, den Begriff des illegalen Einwanderers ist ein krimineller Begriff, den Begriff gibt es gar nicht. Es gibt nicht mal die rechtliche Möglichkeit, dass jemand illegal ist. Der ist entweder ein Verfahren oder es sind kein Verfahren. Und wenn er kein Verfahren ist, dann muss man weiterschauen. Es ist aber nicht möglich, dass man 500.000 Menschen in Italien rechtlich nicht möglich ausbeutet, ohne Arbeitsrechte, weil sie illegal sind und ihnen durch einen gemeinen Kreislauf des Rechts, nämlich ohne Widerlass, ohne Wohnsitz, keine Arbeitsberechtigung, ohne Arbeitsberechtigung kein Wohnsitz, sie aus diesem Kreislauf nicht zu entlassen und das Sklavenlager endgültig zu schließen, indem es die Dubliner Verträge gibt, dass diese Leute auch nicht mehr aus Italien rauskommen. Also sie sitzen da fest. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Kunstprojekt, das einerseits fiktional das aufhüllt, als ob, und auf der anderen Seite der Versuch ist, indem all diese Leute zusammenarbeiten in diesem Projekt, wirklich zusammen eine Kampagne machen, die Kampagne der Würde, und versuchen, Grundrechte durchzusetzen. Zum Beispiel, indem wir Häuser besetzt haben und durch diese, mit Unterstützung der katholischen Kirche, und aus diesen Besetzungen heraus dann eine Niederlassung wurde, und aus diesen Laden Niederlassung die Möglichkeit, Arbeitspapiere zu bekommen, also quasi in die, wie soll ich sagen, in die Reformierung des Systems, in die Regularisierung von Leuten, die an diesem Projekt teilgenommen haben. Das ist im Grunde der kurzfristige Vorgang, der sich ergibt, ähnlich auf der Seite der Globalisierung. Also wenn man beispielsweise ein Projekt, das wir zusammen mit dem ECCHR gemacht haben, das Kongo-Tribunal oder auch das Weltparlament, auch zusammen mit Medico, wo wir gesagt haben, lasst uns mal die nationalen Grenzen des Rechts und der nationalen Politik hinter uns lassen und quasi auf die Augenhöhe globaler Wirtschaft gehen, wo tatsächlich wir uns vorstellen, dass das Lieferkettengesetz, dass die Konzernverantwortungsinitiative, die, wie Miriam gesagt hat, in der Schweiz leider extrem knapp abgelehnt wurde, wegen tatsächlich Fehlinformationen der Schweizer Regierung an die Bevölkerung, das hat wahnsinnig viel zunichte gemacht. Lasst uns so tun, als würde es diese Gesetze bereits geben. Und man sieht ja dann, und das ist vielleicht das, was Miriam auch angesprochen hat, dass auch in diesem Maßstab, auch in einem künstlerischen Maßstab, weidet sich das Recht nicht einfach positivistisch ins Unendliche aus, sondern auch da sind alle Fälle noch komplex zu verhandeln und überhaupt nicht eindeutig. Und auch dort löst sich die Komplexität nicht auf. Und das ist, glaube ich, ganz oft im künstlerischen Bereich die Enttäuschung der Menschen, dass zumindest nach einem momenthaften Aufblühen der Möglichkeit, dass alle Widersprüche weg sind, kehren sie auf einer anderen Ebene wieder. Und dort setzt für mich die Langzeit Strategie ein, wenn wir das neue Evangelium noch einmal nehmen, es macht natürlich wenig Sinn, dass man eine Revolte der Würde schafft, italienische Gewerkschaften und die NGOs der Aktivisten aus den verschiedenen Ländern zusammenschließt, das abfilmt und dann den Film vermarktet, sondern man muss schauen, dass einerseits die Distributionswege des Films auch solidarische sind. Also dass es da auch eine Zugänglichkeit gibt, die man behauptet in der Machart des Films. Und auf der anderen Seite, dass die geschaffenen Zusammenhänge, also die Netzwerke der Würde und der Solidarität, die in einem Projekt beispielhaft für 2 Monate zum Beispiel bestehen können, und das ist für mich die Grundvision des Filmemachens, dass eigentlich das oder des Theatermachens, dass das, was man behauptet erreichen zu wollen, gesamtgesellschaftlich im Rahmen eines Projekts utopisch realisiert. Wie schafft man es aber, dass man diese utopische Realisierung dann überführt in eine Realisierung, die langfristig ist und wo, wie soll ich sagen, der Zuschauer eine Verantwortlichkeit als Konsument gewissermaßen von Filmen oder von Produkten wahrnehmen kann. Also dass man dafür sorgt, dass das Dargestellte in Distributionswege eingespeist wird, die zugänglich sind. Und da haben wir parallel zum Film
mit verschiedenen NGOs zusammen die Tomaten, die Ivan Sanier, also der Jesus des Films, und die Apostel jetzt auf einer ziemlich großen Kultur anbauen, in 50 verschiedene Supermärkte gebracht, in Deutschland, in Österreich, ich hoffe jetzt dann auch in der Schweiz. Und das Interessante ist ja, und das ist vielleicht, man könnte, es könnte im Buchtitel sein, das Schöne am Kapitalismus ist, dass er ja amoralisch ist. Also der richtet sich wirklich am Willen der Konsumentin und des Konsumenten aus. Und es ist ja faktisch so, vielleicht nicht für alle Produkte, aber für fast alle Grundnahrungsmittel gibt es eine faire Alternative zu den Dingen, die üblicherweise gekauft werden. Und ich hatte vor einer Woche eine Präsentation mit Deleuze. Das ist die größte Supermarktkette in Belgien, wo ich als Theatermacher arbeite. Und wir haben ihm gesagt, wir haben all diese Ökoläden, die unsere Tomaten bringen, nehmt sie doch bei euch auf. Und das ist nämlich der letzte Mythos der großen Konzerne. Die fair produzierten Produkte sind nicht teurer, der Gewinn wird fairer verteilt. Also er muss nicht irgendwie das dann nur für die Hipster in einer speziellen Ecke haben, sondern er kann das ganz normal anpreisen. Und er hat gesagt, das ist super, Milo, aber das Problem ist, dass wenn wir dieses Produkt bringen, dann sagen wir automatisch, dass alle andere mafiös und ungerecht und unmenschlich produziert sind. Und ich glaube, dass genau dieses Bewusstsein, was kurz im Kopf dieses Supermarktmanagers aufleuchtete, und was wir so oft aufleuchten sehen bei Abstimmungen oder wenn das ECCR von Miriam beispielsweise einen Prozess macht, der plötzlich Erfolg hat, weil man merkt, das ist ja eigentlich dafür, wofür das Recht gemacht ist, nämlich dass Gerechtigkeit und Recht in jedem einzelnen Fall versucht werden, irgendwie, oder im biblischen Sinne Gesetz und Recht versucht werden, zusammenzubringen in jedem Präzedenzfall. Als wäre es der erste und letzte Fall, dass dieses Bewusstsein geschaffen wird in Menschen. Dafür für mich ist die symbolische Kraft der Kunst eigentlich da, wo man diesen schwierigen, dialektischen, widersprüchlichen Prozess, dass man etwas, was sein sollte, realisiert mit all seinen Negativitäten, dass das geschieht, dass man versucht, eine andere Zeitlichkeit zu schaffen, eine Verantwortlichkeit, die sich auf die Ungeborenen bezieht, sich auf die Natur bezieht. Vielleicht eine Denkweise, die Globalität der Problematik zumindest für einen Moment und nur in Teilen versucht mitzudenken. Also wie wenn man sagt, dass eben ein deutscher Energiehersteller verantwortlich ist für einen Berg, der irgendwo anders abrutscht. Also dass man diese Zusammenhänge in Rechtsprojekten, in Kunstprojekten versucht herzustellen und man könnte sagen, zu normalisieren. Das ist das, was Kunst macht und auch in gewisser Hinsicht in Praxis zu übersetzen. Also weil ein Kunstprojekt ist immer ein Ensemble, es ist immer ein Kollektiv. Zumindest ein Theaterprojekt ist nur machbar mit, sagen wir mal, 50 Leuten, 100 Leuten. Und in diesem Kollektiv wird eigentlich vorgeformt, was, wie soll ich sagen, soziales Recht werden könnte. Also Kunst schafft eigentlich einen Präzedenzfall nach dem anderen und zeigt auch die Möglichkeit. Beispielsweise beim Kongo-Tribunal war, glaube ich, gar nicht wichtig, was wirklich Recht gesprochen wurde, sondern die Möglichkeit, dass Minister plötzlich da hingekommen sind und da gesprochen haben und dass man darüber sprechen kann und dass es rein theoretisch eine Rechtsform gibt, in der das machbar ist. Also diese, wie Miriam das gesagt hat, diese kleinen, partiellen und oft auch unerfolgreichen Räume zu schaffen, in denen das geschieht. Und da komme ich zum Schluss auf die Bibel zurück. Es ist ja, was man auch alles über die europäische, nahöstliche Kultur sagen kann, aus der dieser Mythos hervorgegangen ist, des Neuen Testaments. Was wirklich erstaunlich daran ist, dass dieses Buch zeigt zwei Dinge, die es, ich weiß nicht, in wie vielen anderen heiligen Zivilisationsbüchern gibt. Nämlich eins ist, die Revolution scheitert. Jesus wird zum brutalsten möglichen Tod verurteilt, den es damals gab. Und er scheitert am Scheitern der Solidarität innerhalb seiner Kleingruppe. Er wird verleugnet und er wird verraten von den eigenen Leuten. Er scheitert auch an sich selber. Also es ist ein unglaublich dialektisches Buch.
Und gleichzeitig zieht sich aus diesem Scheitern heraus die Kraft, aus dem Trotzdem, dass man es gemacht hat und gezeigt hat, wie es momentweise hätte gehen können. Also es ist für mich eine wahre Realisierung. Und das hat im Grunde das Interessante für uns in diesem Buch ausgemacht, obwohl ich selbst natürlich Atheist bin und das fast auch für alle anderen gilt, die daran teilgenommen haben. Vielen Dank. Ich hoffe, ich war nicht zu lang oder zu kurz. Das war wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich habe gelernt, dass man Europa verlassen kann, ohne Europa zu verlassen. Und dass die Kunst uns die Brücke schafft, vielleicht auch Begegnungen herzustellen und utopische Räume herzustellen, die an unserem Rand von uns aus, vom Zentrum aus als Rand wahrgenommen sind und dann doch eine andere Utopie sich zeigen kann. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, weil wir so wahnsinnig spät sind, dass wir jetzt noch zwei Kurzfragen aus dem Publikum reinnehmen und dann dieses endlos lange Gespräch über die Möglichkeiten der Veränderung zum Ende bringen, um es woanders fortzusetzen. Ich bitte also jetzt Julia, mir ein paar zu sagen, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Sie wird es uns vortragen. Hallo, ja, es gibt einige Fragen aus dem Publikum und wir haben jetzt aber backstage diskutiert, können wir wirklich jetzt einzelne Fragen nach dieser Konferenz, die Höhenflüge hattet und ihr, die ihr es jetzt wirklich auch nochmal auf Praxisebene gebracht habt, können wir jetzt wirklich euch einzelne Fragen geben? Und dann haben wir gesagt, nee, können wir nicht machen, sondern wir haben uns jetzt darauf eingelassen zu sagen, wir möchten gerne nochmal die Frage des, was bedeutet das für uns, vielleicht auch die Frage nach Handlungsmöglichkeiten. Es wurde immer wieder gefragt, was können wir denn tun, auch vor allen Dingen von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, nicht jetzt als Theoretikerinnen oder Vollzeitaktivistin, sondern eben auch als, kann man sagen, kann man nicht, egal, ich sage es, ganz normale Bürger und Bürgerinnen. Ihr wisst hoffentlich, was ich damit meinen möchte. Was kann man denn als solches tun? Und Ashin Mbembe und Yvonne Ouvour hatten ja heute berechtigten Skeptizismus, ob das überhaupt geht. Also kann die Welt überhaupt rekonstruiert werden als Ort, wo Leben würdig sein kann? Und Said Al-Battal hatte ja auch gesagt, Kolonialismus auf Arabisch heißt übrigens Rekonstruktion. Da kam Kolonialismus verkleidet im Gewand der Rekonstruktion. Also was würdet ihr denn sagen, welche Möglichkeiten der Rekonstruktion gibt es, auch von einer individualpolitischen Perspektive in diesem Moment Covid-19 als Bruch in der Geschichte der Welt? Und dann haben wir gedacht, damit das jetzt nicht so super platt ist, könntet ihr vielleicht bei eurer Frage, eurer Antwort schauen, dass Milo Rau einen Film damit machen könnte, wenn das geht. Das macht es wieder komplex. Also im Sinne von nicht ganz so platt, vielleicht doch so poetisch, dass auch ein Milo Rau daran hoffentlich Genüge findet. Das war ein Versuch. Okay, jetzt brauchen wir hier alle Podiumsteilnehmer. Milo, du schreibst auf, ob sich daraus ein Film machen lässt. Und ihr müsst jetzt alle kreativ werden. Marc, du hast als Erster das Wort. Gut, da bin ich ganz kurz. Was können wir wirklich machen? Was können wir tun? Entscheidend, glaube ich, ist, dass diese Krise eine Million neuer Initiativen hervorgebracht hat auf Ebene der Communities. Neue Lebensmittelsysteme, neue Bildungssysteme, neue Möglichkeiten, Rassismus und Exklusion zu bekämpfen. Das war wirklich phänomenal, wie die Menschen da gezwungen waren, von unten neu aufzubauen. Mein Vorschlag wäre, es ist wichtig, dass die Menschen sich bei diesen Initiativen engagieren und diese Initiativen unterstützen und versuchen zu schauen, was kann ich sicherstellen, um die nachhaltig zu sichern. Was mich dabei besorgt, ob wir nun ausreichend Zeit haben, da von unten aufzubauen, während die Uhr sehr, sehr schnell von oben tickt. Nämlich die Uhr der Klimakrise, der sich verschärfenden Ungleichheiten als Folge der Covid-19-Krise. Also wie können wir da wirklich Macht sozusagen auf Community-Ebene aufbauen, um
Ines Evanessas Termini auszudrücken, die Superstrukturen abzuschaffen, Abolitionismus. Mein Ratschlag wäre, nicht ein Instrument wegwerfen aus unserer Werkzeugbest. Das Recht, Gesetz ist notwendig, muss aber begleitet werden durch soziale Organisation, soziale Mobilisierung, wenn wir den vollen Nutzen des Gesetzes nutzen wollen. Menschenrechte können entweder ein liberales, entmächtigendes Konzept sein, aber ich glaube auch, Menschenrechte und Kapitalismus sind zunehmend inkompatibel. Und daher wäre es falsch, zu dekonstruieren mit einer solchen Vorstellung der Menschenrechte. Ich glaube, wir haben vielleicht noch nicht das radikale Potenzial, was in den Menschenrechten steckt, voll ausgeschöpft. Und dann, da stimme ich Milo zu, ich glaube, wir müssen eine neue Sprache finden. Das ist die wirkliche Gefahr, dass wir alle hier auf dem Panel, alle hier in dieser Konferenz sprechen eine Sprache, die letztlich fremd ist, die schwer zu verstehen ist von denjenigen, die an der Front stehen, der Krise, der verschiedenen Aspekte dieser weltweiten Krise. Das heißt, wir müssen Möglichkeiten finden, so zu reden und so auszudrücken, durch Poesie, durch Theater, durch Kunst, die Resonanz schafft und auch Empathie baut und damit Macht aufbaut, befähigt. Das recht abstrakt, ein unpolitischer Vorschlag, wenn man so will, als Antwort auf die Frage, was könnt ihr in Europa machen? Aber ja, das ist das Beste, was ich jetzt in den paar Minuten produzieren konnte. Danke. Ja, also ob ich jetzt was Sinnvolles sage für einen Film, bin ich mir nicht sicher, aber meine Gedanken. Ja, ich möchte mich, glaube ich, im Film an Marc anschließen. Ich denke auch, dass die Pandemie aktuell Black Lives Matter, Fridays for Future sehr viele Möglichkeiten gegeben haben, sich anzuschließen, im sehr persönlichen und lokalen Bereich sich an sozusagen alternativen Solidaritätsnetzwerken anzuschließen. Und auch, ich denke auch, dass nach wie vor diese Pandemiesituation und Lockdowns auch in noch viel kleinerem Rahmen ganz viele Fragen von, wie kann ich Solidarität eigentlich anders leben, als ich es bisher getan habe, sei es schon allein so, wie wird Care Work verteilt und so weiter. Ja, also ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial. Und trotzdem finde ich auch, wir sollten, was Marc jetzt gesagt hat, die klassische Toolbox nicht vergessen. Ich glaube, es gibt politische Prozesse, die wir auch jetzt und heute beeinflussen können. Und sowas wie die Initiative für eine Konzerninitiative in der Schweiz ist ein wirklich gutes Beispiel, genauso wie die Lieferkettenkampagne, genauso wie das geht jetzt weiter auf der EU-Ebene und im Prozess, weil also Meinungsumfragen zeigen, die Mehrheit der Bevölkerung, sowohl der Schweiz als auch in Deutschland, die absolute Mehrheit sagen, wir wollen nicht profitieren von ausbeuterischen Lieferketten, wir wollen andere Produkte. Das heißt, und das hat sich sowohl in dem Wahlergebnis letztlich in dieser Volksinitiative wieder gespiegelt, weil absolut gesehen hat die Mehrheit der Schweizer dafür gestimmt. Es waren halt auch Fragen des Wahlrechts, warum das nicht letztlich nicht funktioniert hat. Und in Deutschland gibt es Umfragen, da sagen über 75% der Deutschen sagen das. Das heißt, wir müssen uns auch sagen, wir wollen in diesen politischen Prozessen weiter Einfluss nehmen. Das heißt, wir wollen auf unsere Parteien Einfluss nehmen. Also wir, und nicht, ja, das ist jetzt sehr realpolitisch, aber ich glaube trotzdem, wir müssen das weiter äußern. Und in allem, wie wir agieren, als glaube ich, das hat der Thomas Seibert irgendwann mal sehr schön gesagt, wir müssen dieses Unwohlsein als Europäer aushalten. Wir sind total entangled in dieser Welt mit all ihren Widersprüchen. Wir sind privilegiert die ganze Zeit. Wir profitieren von Ausbeutung und wir bringen unseren Planeten an die Grenzen. Und ich glaube, wir müssen dieses Gefühl, was das, diese Hilflosigkeit und die Wut, die das kreiert, müssen wir aushalten und immer wieder und versuchen, das produktiv zu wenden. Ja, sowohl vielleicht im gegenwärtigen persönlichen, aber auch im politischen, im klassisch-politischen. Und vielleicht gibt es andere Art und Weisen, wie wir, was Milo Netzwerke der Würde genannt hat, finden können. Ja, das kann, also ich kann das für mich professionell sagen, wo ich das finden würde. Aber da gibt es bestimmt viele andere Optionen, die wir als Bürgerinnen und Bürger hier auch finden können. Vanessa, dein Filmvorschlag. Ich weiß auch nicht, ob ich einen Filmvorschlag hätte. Ich glaube, was vielleicht ganz spannend wäre für so einen Filmvorschlag, ist wirklich, wie sehen diese Formen
diese solidarischen Formen auch einfach in der Praxis aus? Also nicht nur auf Ebene von Tribunalen oder so, ne? Weil dieses, die Form des Füreinander-Sorgetragens, also viele auch der Praktiken von Black Lives Matter oder andere Kollektive von geflüchteten Personen in Europa, aber auch die transnationale Solidarität, die viele dieser Gruppen und Gruppierungen einfach praktizieren. Ich glaube, davon lässt sich ganz viel lernen. Und da finde ich es auch wichtig, natürlich darauf zu gucken, wie wird es vermittelt? Wie wird es vermittelt über auch die Möglichkeiten der Kunst, auch kreative Formen. Und ich finde es aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass viele dieser Bewegungen sich sowieso künstlerischer Formen bedienen. Die Erinnerungspraktiken an die Ermordeten bei dem rechtsterroristischen Angriff in Hanau funktionieren ganz viel über in Beziehung bleiben mit Mitteln der Kunst und der Darstellung. Also ich glaube, das ist immer ein ganz wesentlicher Teil davon. Vielleicht noch kurz zu dem Aspekt des We need to build from below, also dieses von unten organisieren. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig, wie es jetzt auch schon gesagt wurde, ganz viele Tools sind schon da und Menschen machen das auch alltäglich. Aufeinander aufpassen, solidarisch sein im Alltag, auch über ihre unmittelbaren Nachbarschaften etc. hinaus. Die Kämpfe von MigrantInnen im europäischen Kontext, aber auch transnational gesehen, gehen weit zurück. Die Kämpfe vieler dieser Gruppierungen, die systematisch ausgeschlossen werden und auf eine gewisse Art und Weise auch frühzeitigen Toten ausgesetzt sind, haben ja auch eine lange Geschichte. Und ich glaube, es ist wichtig, sich in dieser Geschichte auch zu verorten. Natürlich stehen wir auch teilweise vor neuen Herausforderungen, aber es gibt auch ganz viel Wissen in Bezug auf die auch Umgangsweisen oder auch Formen des Aufeinanderaufpassens in Bezug auf Covid. Können wir super viel lernen von den queeren Bewegungen in Bezug auf die AIDS und HIV Krise. Gleichzeitig auch in Bezug auf Kämpfe gegen Grenzregime oder auch vielleicht ein neues Aufleben auch der Antimilitarismusbewegungen. Also ich glaube, es ist immer auch wichtig zu gucken, wenn wir nach vorne schauen wollen, auch was war eigentlich schon da und was wird gegenwärtig praktiziert, aus dem wir schöpfen können. Und ich glaube, das ist wichtig auch nochmal in Bezug auf die Frage, was können Menschen eigentlich jetzt tun? In allen möglichen Kontexten gibt es Unterstützungsstrukturen, Unterstützungsgruppen für geflüchtete Menschen. Es gibt auch über die Proteste von Black Lives Matter hinaus unterschiedliche Gruppen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie können wir eigentlich Sicherheit schaffen ohne eine gewaltsame Institution wie die Polizei. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, da anzudocken und sich einzubringen und aus dieser politischen auch Handlungsohnmächtigkeit, die die Pandemie auch so ein bisschen transportiert, auch auszubrechen und in Beziehung zu bleiben. Darf ich eine Frage da oder einen Einwurf machen als Moderatorin? Was machen wir mit der Angst? Ja, die jetzt sozusagen über Covid-19 in unsere ganzen Stuben eingezogen sind. Also ich finde die Anrufung von konkreten Praktiken der Solidarität beeindruckend. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es eine extreme Vereinzelung und große Ängste gibt. Und dass diese Ängste ja auch noch angesichts der Größe der Aufgabe, dass das nur der Anfang von etwas ist, die Angst sozusagen vor der Unsicherheit, die jetzt generell in der Welt ist. Wie kann man die irgendwie mit künstlerischen Mitteln, Milo, anders bearbeiten als nur ja, in der Erstarrung, wie das doch jetzt auch viele Leute machen? Ja, also ich muss dazu sagen, also Angst löst sich. Es fällt mir schwer, nach Vanessas Zusammenfassung noch was zu sagen, weil da wirklich eigentlich alles drin war, meines Erachtens. Angst entsteht ja daraus, dass man denkt, zum Beispiel, man sei der Erste, also keine Geschichtlichkeit hat. Angst besteht daraus, dass man
sich unfähig fühlt, einen Zukunftsentwurf zu machen und wenn, nicht mit wem. Und man denkt auch, man darf so eine Stimme nicht erheben und man wüsste nicht, mit wem zusammen man sie erheben würde. Und was natürlich jetzt bei Covid dazu kommt, dass man Praxisformen von wirklich Zusammensein und präsenzhafter Solidarität gewissermaßen, und das ist Kunst oder Theater oder Film. Man kann kein Theaterstück machen über Zoom. Natürlich kann man das machen, man kann alles machen, aber der eigentliche Sinn, nämlich das Verbringen von Zeit zusammen physisch, ist weg. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und dann merkt man plötzlich, dass man dafür aber, das haben wir zumindest gemerkt, viel stärker im globalen Austausch ist. Also auf einmal fängt man an so Zoom-Konferenzen teilzunehmen. Das war für mich eine wahnsinnige Bereicherung, muss ich sagen. Man merkt plötzlich, dass, ich gebe noch mal ein ganz einfaches Beispiel, die Theater und Distributoren von meinen Filmen haben das immer alles geblockt und gesagt, entweder das kommt richtig ins Kino oder wir machen das nicht oder es läuft nur an diesem Theater. Plötzlich haben die das gestreamt, umsonst, alle konnten es gucken und diese Wege dürfen jetzt nicht wieder zugemacht werden. Also das ist ja ein bisschen, um darauf zurückzukommen, auf dieses intellektuelle Urheberrecht, das darf einfach nicht wieder restituiert werden. Das muss quasi jetzt, man merkt schon, wie das zurückgeht, wie es jetzt irgendwelche Anbieter gibt, man muss 4 Euro zahlen für irgendein Theaterstück, dass man online guckt. Da müssen wir, wie soll ich sagen, hart bleiben als Produzenten und als Konsumenten und sagen, Das geht nicht zurück. Da bleiben wir jetzt da, wo wir ausnahmsweise mal einen kleinen Vorsprung gemacht haben. Der letzte Punkt, der für mich extrem wichtig immer ist, wie bringt man Wissen und Tun oder eben quasi die Aliensprache und das simple basisdemokratische Projekt oder das, was man tun kann in der Nachbarschaft, was kann man quasi einkaufen und was produzieren. Wie bringt man das zusammen und wie verhindert man, dass die Erfahrung, die wir jetzt hier untereinander gemacht haben, die Generation vor uns und irgendeine andere Kultur vor 2000 Jahren, dass das einfach immer wieder verschüttet werden und wir von diesem Neoliberalismus in so einer absoluten Gegenwart, die eigentlich leer ist, festgehalten werden. Wie verhindert man das? Also was sind grundsätzliche Lebensformen, in denen man im Zusammenhang zur eigenen Vergangenheit, zur eigenen Zukunft steht? Und das ist für mich die große Frage oder der einzige Antrieb, wo ich versuche, mich zu fragen, wie geht das? Vielen, vielen Dank euch Podiumsteilnehmerinnen online. Ich glaube, es war so spannend, dass auch ich wieder wach geworden bin, obwohl ich mir jetzt wirklich 3 Tage Konferenz reingezogen habe. Und wer es jetzt nicht geguckt hat, weil er zu müde war, kann es ja auf YouTube doch noch wiederholen. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich mache jetzt hier das Schlusswort für diese Konferenz. Ich danke allen Technikern, Übersetzerinnen und Übersetzern, all meinen Kolleginnen und Kollegen, die die Co-Moderationen und Moderationen gemacht haben, die an diese Konferenz mit vorbereitet haben. Da waren ja viel mehr Leute dran beteiligt, als hier zu sehen waren. Das war für uns alle, glaube ich, eine große und wichtige Erfahrung und hat vielleicht auch unsere Arbeit aufs Neue inspiriert und zum Weitermachen veranlasst. Ich möchte am Schluss erinnern an einen schwarzen Revolutionär, Fred Hampton. Der ist mit 21 Jahren 1969 als Black Panther-Aktivist ermordet worden. Er galt für die FBI in den USA als der Messias. Und der kommende Messias, und deshalb haben sie ihn doch umbringen lassen. Und da wir hier so viel von Revolution gesprochen haben, erinnerte ich mich an eine Szene aus einem Film, wo darüber berichtet wurde und es auch gezeigt wurde, wie Fred Hampton, der 21-Jährige, eine Gruppe von einer Versammlung hatte mit Schwarzen und Weißen, mit unterschiedlichen Leuten. Und er mit ihnen geübt hat zu sagen, ich bin ein Revolutionär oder ich bin eine Revolutionärin. Und indem die Leute ganz zögernd es am Anfang gesagt haben, es immer lauter gesagt haben, waren plötzlich in diesem Moment alle Leute davon überzeugt, ich bin ein Revolutionär, ich bin eine Revolutionärin, ich kann meine Angst überwinden. Und es ist vielleicht doch etwas anderes möglich als diese pure, beschissene Gegenwart. Wenn das das Ergebnis dieser Konferenz ist, freue ich mich. Und auf vielen Kanälen werden wir uns wieder treffen und hoffentlich auch bald wieder im realen Leben. Ich danke und auf Wiedersehen.